So, liebe Liebenden, ihr hört mich. Und ihr seht mich auch. Hallo. Ein wunderbarer Montag. Obwohl kann ein Montag schön sein, wenn... Ich glaube, das kannst du nicht am Wochentag festmachen. Das kannst du mehr so am... Wie läuft's gerade festmachen. Boomtown Rats. I don't like Mondays. Ist bei mir tatsächlich so. Montage sind nicht meine Tage, aber muss man erleben. Also zum Beispiel jemand, der in der Gastro arbeitet, hat nur Montage wahrscheinlich sehr viel Spaß, weil die meist frei sind. Friseure und Friseurinnen, die haben auch montags frei, oder? Oder ist es Dienstag? Ja, weil ich war seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr beim Friseur. Aber kann sein. Ich war gerade beim Friseur. Nur mein Bart ist nachgewachsen. So, alle liebe Liebenden, danke, dass ihr hier seid. Danke, die hier sind, für das Sammeln von Channel Points. Das geht ganz normal weiter. Ihr müsst der deutschen Sprache nicht mächtig sein. Mutet den Tab. Hauptsache, ihr seid da. Das ist das Wichtigste. So. Yaka Khan. Richtig erkannt. Ich mache diesen Startbildschirm an. Da steht dann drin Starting Soon. Und einfach, um ein bisschen rumzukaspern oder zu machen, mache ich dann die winzig kleine Kamera an zur Unterhaltung. Das ist so. Und ja, das ist eine Eulen-Kaffeetasse. Ich bräuchte noch einen zweiten Griff, weil wenn die Rappel voll ist, dann schlabber ich schon mal. Aber zum Glück ist kein Zucker in meinem Tee. Skripts, die ihr vom Waldeck-Kanal gewohnt seid, funktionieren hier nicht. Wir sind auf CCP-TV. Immer wieder spannend und abenteuerlich. Und weil wir hier viel mehr Zuschauer haben, machen wir ganz entspanntes Highsec Ice Mining. Das heißt, Ben muss sich nicht auf irgendwas groß konzentrieren. Ich auch nicht. Das Schiff steht da. Und alle, die hinzukommen wollen, können hinzukommen, kriegen einen Flottenboost. Diejenigen, die dann ihre Eisblöcke gepresst zurückhaben wollen, können sie zurückbekommen. Wir haben sogar Leihschiffe für euch. Ben, wo sind denn die Leihschiffe? Die sind im Schiffshangar vom Mischenkartell. Oh, weil da eins schon fehlt, weil eins wurde geliehen und nicht wieder zurückgegeben. Das habe ich noch nicht zurückgelegt. Okay, dann hat der Chef verschlammt. Nein, ist auch nicht vom Chef verschlammt. Verlosung gibt es heute keine. Aber ich könnte doch die geliehene, die da heißt Procura Highsec Mining, war das die? Nee, Leihprokura. Leihprokura müsste die heißen. Wenn ich die jetzt in den Schiffswartungshangar stopfe. Dann hast du die mit hier drin und wenn du gegankt wirst, hat jemand ein Bonusschiff gewonnen. Okay. Ich würde die eher auf der Station lassen, dass du sie contracten kannst. Okay. Dann hat derjenige ja auch sein Schiff dann auf der Station und muss nicht hier mit Schiff zurücklegen und hin hier wursteln. Ja. Geht auch. Also, wer möchte, kann mitmachen. Hast du schon eine Ecke rausgesucht, Ben, wo wir hin können? Ich bin hier in Nakugard und hier war bis gerade eben eine Mining-Flotte drin, aber die hat sich oder ist gerade sich am Auflösen, weil die Barges sind gerade alle rausgeworfen. Die haben sich erschrocken. Flieg mal mit einer Hecate in eine Mining-Flotte rein. Die sind sehr schnell, sind die diffundiert. Die verschwinden dann. Aber was der hier macht, ist mir nicht ganz klar. Ich komm gucken. Warte, ich warp dich an, ne? Ja. Ich kann es anwarpen, aber vielleicht auf 10 oder so, weil ich stehe am äußersten Rand vom Belt und mit der Orca vom Ende Gelände ist vielleicht mit 10 Kilometern ein bisschen besser in der Materie. Ja, ich bin in 10 drin. Jetzt wollen wir mal kurz weiter begrüßen. Eve Play habe ich gesehen, Silent Kurt, leider, wie gesagt, der Chatbot
funktioniert hier nicht. Ich könnte den Chatbot von CCP nutzen, aber ich komme mit dem Bot nicht zurecht. Ich gelobe Besserung. Das kommt, aber ich muss nur Zeit dafür finden, irgendwie. Von daher passt das. Snowden, grüß dich. Oh, Seven, auch dir. Oh, Eve-Player ist mit dabei. Alexander Graul. Ich kenne einen Hype. Nee, Granul. Okay. Ich kenne einen Heiko Grummel oder so. Hörbuchleser. Thomas McFly. Michael McLive. Hallo, grüß dich. So. Viele Leute. Ich kriege nichts mit. Wir fliegen irgendwo hin, glaube ich, gerade. Ihr seht es nicht. Alfredrix, grüß dich. Rico. Auch keine Verlosung. My grandfather told me, teach your grandson German. Ja, Alexander. My English is not so good, but I do my best and the stream translate for me or Ben does it for me. Der in der Finsternis ist auch dabei. Und Gesil auch. So, ich stehe hier, glaube ich, irgendwo in einem. Hattest du gesagt, hier sind Eisblöcke? Jo. Tatsächlich. Das sind ganz viele, weil ich habe nämlich. Bist du das da? Ihr könnt mal, wenn ihr neu im Minern seid, könnt ihr mal auf 100 Warpen fürs erste Mal, idealerweise nicht mit der Mining Barge, weil Mining Barge ist halt so ein Mini-Sack-Zement, auf 100 auf den Belt warpen und gucken, wo ihr euch dann hinstellt, weil der Warp-In ist, wenn man jetzt den Belt sich anschaut, da wo diese ganzen NPC-Fracks sind, da ist der normale Warp-In von dem Belt. Das heißt, wenn irgendwelche Genkerinos reinkommen, dann werden sie dort landen und dann habt ihr so 50 Kilometer extra Zeit, bis die bei euch sind. Das ist immer ganz nett, da kann man nicht abschätzen, ist es eine Mining Barge oder eine Catalyst und entsprechend handeln. Und wenn man halt auf 100 warpt, kann man halt dann die über einen Ping halt auf diese Position warpen. Ja. Kleines bisschen taktisches Minern. Hallo Devilchen, Claudia. Yes, I understand English, but I can't speak it. Good enough. I link some words and build Sätze, sentence, maybe. Claudia, ja, wenn du mit dazukommen möchtest als liebes Devilchen, dann komm in die Flotte und sammel mit uns Eis. Bin ich zu weit weg für dich, Ben, oder soll ich was rankommen? Nö, wenn du Boost anmachst, ist gut. Ach, der Boost. Ich Vollpfosten. Der Boost. Literally der einzige Grund, warum du hier bist. Die Schiffe müssen in einer Entfernung von ich hab, glaube ich, nicht das richtige Implantate-Set drin, aber wir können es versuchen. 83 Kilometer Reichweite schaffe ich. Nee, 100. Ach nee, das ist der Festival-Launcher. Devilchen ist daheim. Dann. Merkst du, die geht dir fremd. Claudia geht mir fremd, ja. In Loxus, grüß dich. Das ist eine Frage für dich, Ben. Ich habe das nicht auswendig im Kopf. Ich hätte mal eine Frage. Wie oft spawnen Erzanomalien? Das kommt darauf an, welche Erzanomalien. Weil, also die Nullsec-Anomalien, die sind jede anders. Ich glaube, die kleinste ist, glaube ich, bei 2 Stunden und das geht dann bis 6 Stunden hoch oder bis 8 Stunden. Da ist aber auch ganz viel hin und her geschoben worden im Balancing. Das heißt, nagel mich nicht fest, welche gerade wie lange dauert. Eisbells müssen alle 4 Stunden wiederkommen. Mining Bursts haben keinen Effekt auf Drohnen. Nichts hat Effekt auf Drohnen. Drohnen sind Bonus. Alle 6?
Ich war da mal in L4 oder haben sie das schon wieder geändert? Wie gesagt, bei den Respawn-Zyklen ist furchtbar, weil ständig irgendwas hin und her geschoben worden ist in letzter Zeit. Da, also in letzter Zeit heißt so das letzte Jahr, anderthalb. Da ist ganz viel Kuddelmuddel drin. Macht es auch schwierig, Tutorials zu schreiben, weil also das ist bei einigen Tutorials mir passiert, dass ich Tutorials geschrieben habe und in der Zeit, die quasi im Vorlauf waren, das ist so ungefähr einen Monat, hat sich dann irgendwas geändert an der Mechanik. Das ist immer super. Wer nicht Eismeinern kann, stellt euch einfach mit irgendwas dazu und beschützt uns vor den bösen Ratten. Oder mit Feuerwerk. Oder Feuerwerk. Feuerwerk ist auch eine coole Idee. Du answer this question. Command Burst and all effect generators from Supercarriers, Titans, whatever, don't affect Drones and Fighters. They are just bonus on the field. Industrial Core ist no burst effect. That's another mechanic. Bei uns gibt es auch Fire, Fly, Leiter. Look nice. Ja. Dronachion, das sieht lecker aus. Blöd ist nur, wenn es so kalt ist, dass die Zunge dran kleben bleibt. Mal einfach schneller lecken, ganz einfach. Wie beim Laternenfall, einfach ganz schnell lecken, dann funktioniert das. Das gab es irgendwann mal in irgendeinem Kinofilm, wo der Bekloppte dann mit der Zunge am Metallblech hängen blieb. Ich glaube, das haben sie in sehr vielen Filmen verwendet. Wir haben das selber auch gemacht. Irgendein Blöder ließ sich immer finden. Eis ist lecker. Lecken dran. Da vorne an der Stange ist auch nur ein bisschen Eis. War spaßig. Bis der Papa vorbeikam von Junior. Da kriegten wir erstmal die Ohren lang gezogen und zu Hause kriegte er die Ohren lang gezogen. Das ist so Erfahrung, die man hinterher macht und so vorher gebraucht hätte. Genau, Doom Dümmer, Waitman, das war's. Und Alfrederix auch was direkt. Ist in dieser Flasche? Das ist meine Lieblingsszene in Doom und Dümmer. Ich habe den Film noch nicht mal komplett gesehen, ich kannte nur die Szene. Nee, die hocken zusammen im Auto, das ist so ein Hundeautoviech und fahren halt. Und da muss der eine unbedingt aufs Klo, klein, und pinkelt dann in Bierflaschen rein. Und hat halt irgendwie die vierte oder fünfte Flasche voll und dann werden sie von der Polizei angehalten und der Polizist will unbedingt wissen, was in der Flasche ist und trinkt dann raus. Prost, Herr Wachtmeister! So in etwa, ja. Mm. Er lässt sie dann, also mit vollem Mund winkt sie dann, dass sie weiterfahren sollen, weil er gemerkt hat, dass es kein Bier ist. Nein, wir sagen nicht, was in der Flasche ist. Das Blöde ist, in den blauen, braunen Flaschen siehst du ja noch nicht mal, ob das Zeug da drin Pilz oder Kölsch ist. So, Filme werden dann leider nicht mehr gemacht, weil bestimmt sich irgendeiner beleidigt fühlen würde von der Aktion. Ja. Ist halt so. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dafür keine Antwort haben, weil so viel geändert worden ist. Genau. Also Erzanomalien hängt immer davon ab, welche Anomalie. Ich habe gesagt, zwischen 2 und 6 Stunden. Aber da haben sie wieder so viel gedreht, dass wieder ganz andere Werte dann drin waren.
Es war noch eine schöne Zeit damals, vor über ein Jahrzehnt, wo Eisbälls nicht abgebaut wurden, sondern die waren immer da. Die gingen gar nicht weg. Aber ich kann dir anbieten, dass du mal guckst, was so drin ist, weil das funktioniert noch, das stimmt noch. Zumindest momentan. Morgen sie sind wie, hey, wir haben uns überlegt, wir machen die Weltanomalien anders. Ja, das steht. Durchaus zu. Das ist ihnen zuzutrauen. Aber das war mit Sicherheit schon mindestens 4 Wochen, wenn nicht sogar 3 Monate in der Pipe. Das ist alles Zufall. Das ist so wie der Zufall, Ben, wenn ich dich nach einem längeren Schweigen anspreche und du hast gerade... Nee, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich oder nicht, aber dann kann sie mir ja so viel hin und her quatschen, dass ich da mit Sicherheit gerade Spaghetti mit Tomaten-Thunfischsoße im Mund habe, wenn ich gefragt werde irgendwas. Das ist immer so. Oh, du hast am Sonntag ein neues Tutorial zum Thema Leadership rausgebracht. Das wird für manchen Leadership sicherlich eine bittere Pille sein. Naja, es geht mehr darum, um Mechaniken zur Korbmotivation und um Fehler, die man halt begehen sollte oder nicht. Also ich habe auch Woche davor habe ich halt auch über Finanzfehler, die kann man dann teilweise auch im Real Life sich vielleicht mal, das ist dieser Isk-Isk-Baby-Post. Mhm. Ja, da ist das, was mich durchschnitt. Es ist immer der Punkt, den ich kritisiere bei Spielern, die mit Tabellen spielen. Also diese Denkfehler beim Vermögensaufbau ist das Baby, gibt es auch von letzter Woche den Stream. Also ja. Wer da Bock hat, kann sich den nach diesem Stream gerne anschauen. Genau. Oder parallel gucken, YouTube und so. Ja, kriegt mir aber nichts richtig mit. Das ist ja, ja. Beides so ein bisschen. Ich glaube, das war, als der erste Entwurf rausgekommen ist, war das einer der Beiträge, die am meisten gesehen wurden, gelesen wurden. So, ihr seid alle noch abkompressen. Ihr alle. Ihr alle, ich. Dabei machen wir gar kein Geheimnis daraus, wo wir stecken. Bin ich weggebumpt worden? Nö, du stehst. Du hast eine Kameraeier durch die Gegend. Ich such gerade, aber ich finde mich nicht. Ach, doch Gottchen. So eine Ghostcam ist schon was Feines, aber man kann sich richtig, richtig übel verfliegen. Matti, grüß dich. Und wir können Ben auch mit Schneebällen bewerfen. Ich habe noch Festival ungeschmolzene, ist perfekt fürs Sind es die mit negativen Thermalschaden, genau. Die mit negativen Thermalschaden, genau. Die guten mit negativen Thermalschaden. Aber wird tatsächlich nicht berechnet, also er zeigt nichts an, dass da negative Thermalschaden ist. Das ist reiner Beschreibungsgimmick. Ja, die Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche sind mindestens genauso spaßig wie die Übersetzungen von Isländisch auf Englisch. Ja, ich habe mich irgendwann die Tage dazu breitschlagen lassen bei der Übersetzung von den ganzen Allianz-Out-Tools zu helfen. Und also es war dann die Ausgangsdiskussion war, dass es im Russischen anscheinend 2 verschiedene Yves-Russisch-Übersetzungen gibt. Mhm. Dass du einmal ein älteres Russisch hast, oder eine ältere Generation von russischen Spielern, die halt eine bestimmte Form von Russisch
Eve verstehen, sozusagen, also von Fachbegriffen, die halt dann im Russischen eine bestimmte Form haben und eine bestimmte oder auch nicht Übersetzung haben. Und diese Diskrepanz gibt es ja im Deutschen auch. Ja, ja. Also du hast ja auch Eve-Spieler, die halt sehr, sehr, also vor allem die Älteren, die halt, also die länger Spielenden, älter kann man ja nicht sagen. Danke. Die halt diese, die halt sehr viel Englisch in ihrem Eve-Wortschatz drin haben und entsprechend dann auch sich so ein bisschen schwer tun mit diesen ganzen, ich sag mal, übersetzten Versionen. Und dann haben wir halt auch gesagt, also eigentlich müssen wir bei diesen ganzen Tools halt auch fürs Deutsche. Und dann hat einer gemeint, ja, im Arabischen ist es genauso. Und ja. Am Ende hat man halt irgendwie dann die Anzahl der Übersetzungen halt irgendwie verdoppelt, weil halt ganz viele Leute gesagt haben, so, ja, bei uns in der Sprache ist es halt genauso. Also quasi immer so die Zeit, bis der Client kam in der jeweiligen Landessprache, plus nochmal so 2 Jahre, bis der Client halt irgendwie verständlich war. Weil, also auch als ich angefangen habe, vor, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Jahren, weiß ich genau, wann es war, gab es ja auch einen deutschen Client. Aber der war halt so Grütze, dass kein Mensch damit gespielt hat. Und deswegen haben wir dann halt auf dem englischen Client gespielt. Ja. Grüß dich, Legi Tamato. Und One Spare Bumbles, guten Tag. Good day from Germany. Und Signalleuchtfeuer ist halt schon, oder Waffe des Weltuntergangs, das sind alles so Perlen unter der Übersetzung oder in den Übersetzungen des deutschen Clients. Wo man es ja nur anguckt und fragt so, was wollen die? Ja. Dark Slider, best greetings, Space Brothers from, er grüßt von Nashville, er greetings from Germany. Nordrhein-Westfalen, Wuppertal. We have a train with wheels on top of it. Schwebebahn. Rail, but upside down. Geht auch. Meine Mutter sagte immer, my mother said, she comes from England and she said, a train with wheels on top of it. That is German Schwebebahn. Moment. Tea time. You know, golden benches in the city center. Tea time. Aber die Eis, das sah doch richtig schick aus. Warte mal. Mit den Eiskristallen. Ich wollte gerade mal was anderes. Damit sich überhaupt jemand was vorstellen kann unter der Schwebebahn. Jetzt müssen wir nur noch den Namen richtig schreiben. Jo, Bilder hätte ich gerne. Ich könnte ja meine eigenen nehmen. Machen wir denn mal was Schönes. So, ich versieg mal meine Nudeln. Alles klar. A train with wheels on top of it. It's a train hanging on rails. Viel zu klein. Ich bin stolz auf dieses Markenzeichen der Stadt Wuppertal. Das ist die Wupper. So scheint es der einzige hochwassersichere Nahverkehr in ganz Deutschland. Hochwassersicher, ja. Zumal wir jetzt auch die Wuppertalsperre seit 2 Jahrzehnten haben, die dann das Flutwasser regulieren. Ansonsten geht Elberfeld unter. Und wir Barmer müssen wieder bezahlen, damit die Elberfelder wieder trockene Füße bekommen. Warte, was haben wir denn noch Schöne? Ja, ist, finde ich okay.
Von wann ist der? Das ist doch irgendwann 1900, Anfang 1900 oder was gebaut, oder? Die steht unter Denkmalschutz, ja. Ja, weil lag es leider gerade mal von wegen so Retro Future Style. Also die ist halt schon echt asper uralt, das Ding. Können wir auch eigentlich mal kurz gucken, eine Sekunde. Ich müsste das eigentlich auswendig wissen, aber ihr kennt ja mein Gedächtnis. Ich habe gerade mal die Wikipedia direkt. 1901, genau. Am 1. März 1901 wurde die Wuppertaler Schwebebahn gebaut oder in Betrieb genommen? Wahrscheinlich in Betrieb genommen. Wahrscheinlich haben sie, da war das schon damals ein auf 1900 geplantes Projekt und das haben sie dann wieder über ein Jahr Verzug auf die Beine gestellt. Also also die Züge sind definitiv modernisiert, auch die Antriebe und das ist das Tragesystem, ohne dass da irgendwas nachhaltig nicht, also dem Denkmalschutz widersprach. Ne? Und geht vom Wuppertal-Oberbarmen über zwei Stadtteile, Oberbarmen, Barmen, Unterbarmen, dann geht es hier über Elberfeld und früher gingen die nur bis zum Stadion, weil die ganze Zeit geht es über die Wupper. Nur das letzte Stück bis Vohwinkel geht über die Straße, über die Kaiserstraße. Ja, das sind Haltestellenplan auf Wikipedia selber ist ehemalige Wendeschleife und Genau. halt eine Drehscheibe am Zoo. Und dann gibt es nochmal eine Wendeschleife Kluse. Also haben wir auch in beide Richtungen quasi verlängert. Ja. Ja, hier sieht man, wie gesagt, das hier ist Barmen, kann ich sogar sagen, wo das ist. Das ist zwischen Wertherbrücke und Wupperfeld. Wupperfeld rechtsseitig, linksseitig, also nach hinten hin. Weil da unten sind auch zwei Wagen, wo du sehen kannst, die alten Kaiserwagen und dann die neuen. Genau, das ist das Stück, was über die Straße geht und nicht mehr über die Wupper. Das ist der Stadtteil Sonnborn. Und da wohnen Leute. Die hören auch, wenn jemand ein Werkzeug auf den Planken hat liegen lassen, weil sich das Geräusch verändert. Ist schon abenteuerlich. Wo kommen die anderen? Genau, hier ist Stadion Zoo. Dann geht die alte das ist die alte rheinisch-westfälische Strecke, die ist inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr befahren. Hier. Dann können Sie es reaktivieren in 10 Jahren und wieder Geld kassieren, weißt du doch. Ja, ich weiß. Nee, die ist komplett. Nee, dann ist es die rheinisch-westfälische, egal. Das ist auch, ich glaube, das ist zwischen Ohligsmühle und Lohrbrücke. Sind also, ist nicht hässlich. Wo kommen denn die anderen Bilder? Weiter unten sind mit. Das ist die Wendeschleife Vohwinkel. Da drehen die Züge um. Denn dann kommt der Bau kommt dann nochmal und die neue Wertherbrücke von 1913, also als sie in Ja, Stadt neu gebaut war. genau, Pestalozzi-Straße. Ich klicke jetzt mal alle Bilder durch. Wenn ihr mal nach Wuppertal kommen solltet oder in die Nähe, nutzt das mal. Fahrt einfach mal komplett einmal hin und wieder zurück. Die biegt nirgendwo ab. Ihr könnt nur zwischen zwei Endpunkten hin und her fahren. Ja, das ist die alte. Döppersberg. Ach, das war vor meiner Zeit. Aber knapp. Es sind noch Halteplätze für Dinosaurier. Müssen wir genau gucken. Ja, sehe ich genauso. Wie komme ich jetzt das Bild wieder zurück? Oh, achte. Ich habe Wikipedia zugemacht. Ich wollte das Bild noch zeigen, was du gesagt hast. Jetzt bist du bei den Stadtwerken. Die waren doch da unten, dass die da so viele Bilder eingeblendet haben. Ach, sieh an. Da sind ja noch viel mehr, als ich dachte.
Kaiserwagen. Sind da neuere vom Kaiserwagen? Nee. Wir sind auch in der englischen Seite sind welche vom Kaiserwagen in Farbe und Bunt. Immerhin haben wir durchgesetzt, dass da keine Werbung mehr groß drauf war. Ich Guckt euch habe das mal ihn an. müssen. Wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit über Wuppertal reden, aber guckt euch das mal an. Genau, das ist der Kaiserwagen. So sahen die früher aus. Genau, denn der wäre im Link auch zu sehen. Da ist dann im Vergleich quasi der alte Kaiserwagen und die 15. Generation im Vorwinkeldepot. Ja, die fahren auch noch. Die kann man buchen für Hochzeiten, für Betriebsausflüge, auch mit bergischem Frühstück. Ist wirklich klasse. Was ist ein bergisches Frühstück? Kaffee, Zigarette und. Ich kann es nicht aussprechen, weil ich es so widerlich finde. Komm vorbei, bestell es einfach. Kannst du aus einer Original Dröppelmänner trinken. Ja, der Dröppelmänner ist nicht mein Problem. Falschen Knopf gedrückt. Huch, hier sind ja auf einmal ganz viele. Die sind auch gar nicht bei uns im Bus drin, ne? Schade eigentlich. Da ist leider depending on where you live in the US. In the beginning 50s and 60s, you are automotive industrial guys, bought up all the public transports and tore them down. So many cities lost their public transit in this Timeframe. Aus Darkslider. That's not good. Norge. Nein, es ist nicht die Wuppertaler Schweinebahn. Das ist eindeutig ein Schreib- ein Lesefehler. Aber es ist in Ordnung. Wer ist das denn hier? Das ist doch sicherlich. Guck mal, so, sogar eine EOS zum. Ist eine EOS, oder? Das ist eine EOS, das war doch richtig. Zum Bewachen. General Motors Streetcar Conspiracy. That's what I had in mind. Ah. Ja, ich bin gerade am Gucken. Das liegt daran, dass die USA systematisch dazu übergegangen sind, die Eisenbahn industriell zu nutzen und den öffentlichen Personennahverkehr zu vernachlässigen, was in der Tat erstaunlich ist. Ist vorsätzlich gemacht worden. Die sind tatsächlich haben Automobilkonzerne vorsätzlich den Nahverkehr aufgekauft, haben halt natürlich sukzessive immer so ein bisschen was rausgenommen, bis es halt immer unsinniger wurde für die Menschen zu nutzen, damit die halt angefangen haben, Autos zu kaufen. Weil ist klar, wenn du halt von da, wo du wohnst, Kaufst ein relativ gut Auto. mit dem Zug oder mit der Straßenbahn zur Arbeit kommst, dann kaufst du halt kein Auto. Aber wenn halt diese Verbindung immer beschissener wird, dann irgendwann hast du halt keine Wahl, dann musst du halt Auto nehmen. Und die haben halt dann teilweise auch gesagt, dass also diese Züge auch dann durch Busse ersetzt, mit eigenen, also aus der eigenen Herstellung natürlich. Also da ist einiges geschmut worden natürlich. Geschmiert, sagt man bei uns, unter die Tische gefallen, ein Missverständnis. Ich weiß gar nicht, ob Waldeck, ob Ice Cream Man Eismeiner kann, wäre eigentlich eine Schande, es nicht zu können, ne? Ich glaube, die können doch alle. Ich habe alle, selbst den PvP-Schars sollten ein Minimum an Mining können. Ich guck mal eben. Ich habe ja das auch die Ausrede, dass C es nicht kann, weil Puschel kann seine Dinge auf dem gleichen Account. Also C kann zwar Mining Laser benutzen, aber bei dem ist halt Venture und dann ist halt schon Ende. Und das kann er auch nur, weil es öfters mal irgendwelche Events gibt, wie jetzt den letzten, wo man halt so mal eben minern musste und
Ja, dann steht er halt da und holt seine 7000 Einheiten Feldspar aus dem Belt und dann geht er wieder und fühlt sich den Rest der Woche schmutzig, weil er mit dreckigem Erz gearbeitet hat. Pfui, hast du wieder im Dreck gespielt? Spiel nicht mit den Schmuddelkindern und so. Ja, das hat man mir auch mal gesagt. Dabei bin ich das Schmuddeligste von allen gewesen. So, ich versuche das einfach mal. Wir sehen einen Char mit vielen Skillpunkten. Da ist Meinert. Ich nehme mir die Leihorker, die Leihprokurer. Die können das ja. Augenblick mal. Flotte, Flotte, Flotte. Bewerbung Ice Cream Man. Kenne ich nicht, abgelehnt. Das habe ich mir gedacht. So, und jetzt fliege ich die Linke an. Das ist das erste Mal seit langem, dass ihr mich seht, dass ich zwei Clients gleichzeitig benutze. Wenn ich dann noch die anderen Chars rüberbringe, dann das wird ganz gruselig. Das war die Vespa, war doch einer. Ich kann es mir nie nicht merken. Ach ja. Mittlere Kinetik. Und der Shark sollte alles können. Ice Mining schalten incoming. Augenblick, ich muss eben diese hellen Hintergründe deaktivieren. Und da ist auch was. Funktioniert. Ich lege immer darauf Wert, dass alle Chars Basics haben. Die Zyno-Chars können Zyno forschen, zumindest T1-Produktion. Und sie haben Minimum die Basis-Trade-Skills, um anständig in Asset-Safety-Systemen zu traden. Da müsst ihr nämlich nicht mit irgendeinem Char durch die Gegend hüpfen und die Kaufaufträge zu stellen, sondern ihr seid ja eh mit dem Zyno da, also kann er auch traden. Und nicht nur Zynos setzen, sondern auch Frachter fliegen. Und wenn ich ganz gut drauf bin, lasse ich sie auch in der Prokura meinen. Ist bekloppt, ich weiß, aber. Wieso? Ich muss halt so Mini-Schweizer Taschenmesser haben. Mehr. Wie gesagt, das ist jetzt hier Ice Cream Man und Ice Cream Man kann alles Mögliche, nur nicht Mining. Das ist halt wie wenn du Ups. im Wald stehst mit deinem Breitschwert und willst einen Baum fällen und ding, ist halt ständig weg, weil das Schwert halt absolut ungeeignet ist. Und der Typ, der seine kleine Axt dabei hat, denkt sich so, jo, mache ich mal kurz. Also zur Not könnte ich innerhalb kürzester Zeit aktuell neben der Orca 1, 2, 3, 4, ja, da müsste ich die bezahlen. 5, 6, 7, da müsste ich die plexen. 7 Mining-Schiffe online bringen, aber das wird mir zu viel. Das wäre mir zu viel, würde ich bekloppt bei werden. Ich habe vorhin überlegt, ob ich noch die Dinge dazu stellen soll, die Vulture wegen Burst. Und habe ich mir gedacht, nö. Wofür? Bin zu stressig. Das ist ja jetzt nur hier aus Fun. Was für eine Reichweite muss ich haben, um auf den Hangar von der 2000 reicht, ne? Unter 2,5, ja. Ja. Flottenhangar. Machen wir das Ding mal ein bisschen kleiner. Fortschreier, ich habe dich vorhin gesehen und habe bis gerade eben vergessen, dass ich dich grüßen wollte. Hello, Fortschreier. Nice to see you.
Nice to meet you. Ach, Der alte Mann. Der alte Mann, ja, und das Meer. Schmeißen wir mal ein paar Drohnen raus. Ich habe Eisblöcke in meinem Frachtraum. Weißt du, dieser Char kann alles Mögliche. Aber warum kann ich nicht komprimieren? Doch geht, Entschuldigung, mein Fehler. Ich frage mich ja eh, warum das Feld extra kommen muss. Das Feld muss eigentlich nicht sein, aber. Das ist so eines der umständlichsten, wenn du da einfach also in deinem, egal wo du bist, Container, Laderaum, whatever, Rechtsklick, kompressen. Es gibt ja nicht viele Optionen, die du hast. So. I hear my name. Ich wollte dich. I want to greet you. I saw far, far away from the stream in the chat and I've forgotten to Say hello. say hello. Also, alles gut. Nichts Schlimmes passiert. Ich freue mich, dass du da bist. Also, es ist tatsächlich so, wenn ihr schaut, wir gucken jetzt nur bei Oro rein, sonst sind da wieder geflasht. Der kann also wirklich nur die Expedition und Ausgrabungsschiff, selbst die Bergbaubarkassen habe ich nicht großartig geskillt. Das ist wirklich nur, damit dieser Char, wenn er mal irgendwo stranden sollte, ich habe kein Isk, ich habe keinen Plex, ich habe keine Erze, habe irgendwo eine BPC und ich will mir ein Schiff selber bauen, dann denke ich immer, das muss doch drin sein, dass man wenigstens das Zeug, was man für den Schiffsbau braucht, auch bauen kann und beschaffen kann und die Rohstoffe. Bei mir war es meistens bei den PvP-Chars, dass die Expeditionsfregatte bekommen haben, Eis für Treibstoff für Sprungschiffe und Erz, um Container zu bauen, weil ich alles immer gerne sortiert habe. Und in den seltensten Fällen gibt es auch Windstationen, wo ich meinen Giraffen habe, dann einen Container und dann baut man die Dinger sich halt selbst. So der Grund, warum ich irgendwie gefühlt 50 BPOs mit Containern habe für alles Mögliche. Weil halt jedes Mal, wenn einer ins Null gegangen ist, gab es neun. Und wenn er dann wieder zurückkam, ist das Zeug dann in Jita auf dem Haufen gelandet. Und dann so, oh, ich brauche eine neue BPO, weil Char geht ins Null. Und ja, hat sich halt etwas angesammelt. Das ist so. Nee, muss abgedockt sein, das ist das Problem. Du musst abgedockt sein, vor der Station stehen und im Core sein. Das ist, also du tackerst dich halt erstmal fest. Das ist Risiko. Genau. Deswegen Festgenagelt. Idee, Porpoise für solche Geschichten dazu holen, weil wenn die Porpoise stirbt, stirbt sie halt sehr günstig. Oder wenn du halt im Lower Deck, Nullsec unterwegs bist, dann besorg dir einen Posthover mit den entsprechenden Rechen, kurz hingeflogen, halbe Stunde Aufbau verankert. Reingeworbt, gepresst, mit Transportschiffen hin und her geflogen. Kann man da relativ viel Material durchkomprimieren und dann halt wieder zur Station zurück. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Ben, ich bin gestresst. Das sind ja wirklich nur ein paar Skills, um das Ding auf 5 zu ziehen. Jetzt weinen gerade einige leise in 21 Tagen Skillzeit. Wieso? Ist das schnell oder langsam? Naja, für einen Anfänger sind 21 Tage halt schon ziemlich viel. Nö. Macht euch keine Sorgen. 21 Tage ist nicht viel. Ratzfatz ist das erledigt. Und Hinweis zur Popeyes, die kann nicht alles komprimieren. Also wenn ihr alles komprimieren müsst, müsst ihr euch halt die Pressorca besorgen, weil Popeyes, die kann, glaube ich, nur Gas und normales Erz. Kann kein Eis zum Beispiel, deswegen schwierig. Ihr müsst einfach immer denken, es ist völlig normal, dass später ihr auf Skillzeiten von über 50 Tagen kommt, auch über 60 Tage. Das ist
Kein Problem. Muss man halt aussitzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das mit dem Alter, das bisschen besser Gesellschaft. Also, es gibt auch Leute hier, die sind deutlich älter als ich. Ich werde jetzt am 9. Mai 56. Ein knackiger junger Bursche. Zumindest sagt mir das Bauchhautgefühl, dass ich ein knackiger Bursche bin. Spannt etwas. Ja. Ach so. Ich kann. Ich habe 17.000 nicht zugewiesene Skillpunkte. Kann man die dazwischen pressen? Schmeiß sie doch mal in den Titan rein. Warte mal. Ich wollte jetzt gerade nur zumindestens nach ein bisschen nach der Zeit sortieren. Irgendwas hat hier gerade gepiept. Irgendwas ist kaputt gegangen. Passiert da irgendwas im Hintergrund? Nö. Ach, meine Vespas, die waren ein bisschen aktiv. Egal, Wumpe. Bin ich jetzt bei Eismann? Auf diesem Char lebe ich meinen Level 5 Fetisch aus. Und das ist immer noch riesige Löcher, weil PI kann der Schein immer noch nicht. Nee, PI, das wird auch, glaube ich, also das, was jetzt hier oben drin ist, das Also wenn schon fünf, dann halt alles. richtig. Und deswegen habe ich mir gedacht, mal 16 Minuten, 23 Minuten, 18, 8 Mining Minuten rüber, 18, 17. Also ich müsste das jetzt umsortieren, aber ich möchte jetzt endlich alle vier Titan drinnen haben und dann die dazugehörigen wichtigen Skills. Clones kannst du beim Titan immer gut gebrauchen. Je mehr Slots, desto besser. Doomsday Operation 5 hat noch nie geschadet. Doomsday Rapid Fire 5 hat auch noch nie geschadet. Und Elite Jump, nein, Elite Morph Psychologie, das war neu, Ben, oder? Ja, der ist Upgrade. Es gibt ja auch einen neuen Marktskill, also relativ neuen Marktskill, mit dem du dann mehr Verträge machen kannst. Ich habe gedacht, der höchste wäre, wie hieß er gleich, Tycoon. Nee, unter Contracting gibt es jetzt einen, der heißt Advanced Contracting. Ich schmeiße mal in den Waldeck-Channel rein. Kostet 250 Millionchen Muss und ich alle nachreichen. kannst du halt dann auf 41 Verträge bei Level 5 gehen, weil da also jedes Level davon erhöht die Anzahl der Verträge, die du machen kannst, um 4. Damit kannst du halt dann richtig abgehen, aber ich war bis jetzt zu geizig, weil ich zu wenig Verträge mache, als dass sich das bei mir lohnen würde. Ja, DT-Linker, Nama. Ich werde das auf allen nachziehen. Die traden. Obwohl eigentlich reicht es aus. Also wenn du einen Market Tycoon hast, dann ist das. Warte mal. Normale Verträge mit anderen Charakteren zu schließen. Die Anzahl der aufstehenden Verträge ist ein Maximum von 41 auf 5. Braucht man das zwingend? Wer macht mehr als 40? Also ich nicht. Ja, Obwohl. das ist halt. Das ist ja auf mehrere Chars verteilt bei mir. Ich habe halt auch überlegt, das ist halt so eine Viertelmilliarde ausgeben für ein paar mehr Verträge, dann zweiter alt. Okay, So. kann ich verstehen. Obwohl, wenn du so blöd bist wie ich und dir vier Titan-Skillbooks kaufst, bist du direkt 24b los. Sagt, meinte, du sollst am besten neu anfangen, es kommt fast Geld. Danke, Sacklappen. Absolut. Absolut. Wir machen alles weg. Knapp 180 Millionen Skillpunkte. Weg. Ja, jetzt holst du dir mal ein paar Extraktoren, ziehst die raus und fängst noch im neuen Char nochmal richtig an und dann machst du nicht diese Fehler. Jo. Könnte ich ja alles mit Extraktoren rausholen. Und dann in der richtigen Reihenfolge wieder reindrücken. War das so? Das war der Gedanke, ja. Guck mal, Sacklappen hilft gerne weiter.
Wenn wir uns DT-Linke anschauen, Sekunde, muss meine Maus wieder flotter stellen. Die ist ja rein auf Industrie, Forschung, Produktion, Trade und der würde dann auch der Skill fehlen fürs Traden. Da sind jetzt noch ein paar drin, die ich einfach haben möchte, weil es schick aussieht mit 5. Nicht immer diese angefressenen. Schönes Piano auf 5. Advanced Contracting, bist du dir sicher, dass wo steht? Trading, also Handel. Da habe ich den nicht gefunden. Doch, da ist er, guck mal. Da, wo das Loch ist. Stimmt. Muss beschafft werden. Kann man sich den nicht direkt kaufen hier? Nee, kann Doch, man. kannst du, aber dann ist er wahrscheinlich bei 360 Millionen statt bei 250. Jo, nee, ist bei 334, 335 ist gewunken. Ich habe gedacht, das sind mehr. Aber hier ist interessant. Es gilt so viele Skillpunkte niemals in einen Char, kann ich euch nicht empfehlen. Ist zwar schön zum Haben. Ist zwar schön zum Haben, aber ist absolut nicht nötig. Und die hat, wie gesagt, ihre Skillpunkte halt überwiegend in. Überwiegend in, ja, da fehlt noch was, um auf 5 zu kommen. Also hier Panzerung, Korb, Drohnen, Ingenieurwesen, Flottenunterstützung, ein paar Waffen, die sie gut kann, Navigation. Die kann auch beamen. Ja, die war ja auch die erste, die das gelernt hat, als es kam. Die war ja der Grund quasi für eines der ersten Pi-Tutorials. Wo ich zu blöd war, also bin immer noch zu blöd bin, aber es passt schon. Und ich bin mir darüber bewusst, dass dieser Char definitiv nie nicht. Das ist Perlen vor die Säue, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist Verschwendung, weil ich die Schiffe nie das machen werden, was ich da skille. Das ist einfach nur. Ist halt lustig. Ja. Und wenn man dann nochmal auf Ice Cream Man geht. Ich bin immer ganz stolz, dass der Ice Mining machen kann. Geig, da könntest du aber vielleicht auch mal dir die Cerberus anschauen. Cerberus kommt auch auf 900 und ist deutlich günstiger. Habe ich die Tage auch das Fitting wieder neu umgebastelt. Ist auch in den Fittings im Block drin. Hi, Waffenmeister. Fetzen ist auch da. Hallo, huhu. Irgendwo habe ich zwischendurch auch. Ich habe einige übersehen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Doch, das werden sie jetzt für immer nachtragen. Ja, natürlich. Du hast mich am 17.04. hast du mich um 15 Uhr total versehen komplett ignoriert. Gibt es? Hast du Gibt es? Fehlzuschlag. Ja, gibt es. Ah, nee, ich wollte die Ausrüstungsverwaltung mal hier rauslöschen. Zack. Und ich habe es, viele, die mich schon länger kennen, wissen, kennen die Story halt. Flottendoktrin für große Allianzen, da bist du Skillen, da skillst du in die Doktrin und dann hast du sie noch nicht erreicht, dann heißt es, wir ändern die Doktrin wieder. Falls euch mal jemand fragt, warum ich so viel auf 5 haben möchte. Weil es leid war, dass alles immer nur angeskillt ist, aber nie alles richtig. Und dann bin ich halt hergegangen und gesagt, drauf 4 Schüsse. Das Dingen muss so aussehen. So aussehen. So aussehen. Egal welches Schiff. Hauptsache. Du blendest gerade nichts ein.
Wir sehen jetzt nur gerade die Neut-Eos. Ach, bin der falsche Schar. Entschuldigung, dann fange ich nochmal von vorne an, nur ohne Worte. Genau, weil ich es leid war. So. 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 Und wenn irgendein FC sagt, ich hätte gern das Schiff mit diesem spezial gelagerten Sonderfitting, kein Problem. Kriegen wir hin. Aber tut sowas nicht, kann ich euch nicht empfehlen. Denn das ist alles viel zu sehr. Braucht niemand. Das ist ein Luxusproblem. Wenn ich irgendwann mal die Döcken dicht mache oder weil Eve eingestellt wurde, das Ding, dann weiß ich nicht. Also auf einem kleinen Notiz steht der Name von Ben mit der Bitte, ihm die Accounts zu geben, sollte ich die Biege machen. Weil er ist der Einzige, der damit was anfangen würde. Können. Ja, alles gut und ausziehen. Radikal. Ja, ja. Kasse machen. Es steht im Festtestament drin, keine Skill-Extraktoren. Ich habe bei mir auf allen Chars habe ich Skill-Extraktoren geblockt. Also bei mir kann man nichts rausziehen. Wenn meine Accounts gehackt werden, bin ich safe. Sind Skillpunkte auf jeden Fall sicher. Ach so, apropos blocken. Wo kann man das blocken? Schreibst ein Ticket, sagst, hey, hier, CCP, ich hätte gern, dass ihr mir für den Account hier alles blockt. Also wohlgemerkt, es geht nur accountweise. Mhm. Könnt ihr sowas wie einen Schreibschutz drauf machen. Das heißt, es geht nur rauf, also ihr könnt weiter skillen, aber ihr könnt halt nichts raus extrahieren und wenn halt der Account gehackt wird, können die auch nichts raus extrahieren. Und die Accounts können auch nicht getradet werden. Also das heißt, das Zeug kann halt nicht hin und her geschoben werden und irgendwie, es können halt die Assets fehlen, aber die Skills sind dann weiterhin da. Ja. Das kann ich mit Nama nicht machen, weil Nama ist eine hundertprozentige Skill-Farm. Der geht rauf auf... Der geht rauf. Wer es halt nicht braucht, oder also ja. Wer sagt, ja, ich bezahle mein Eve und mir ist egal, ich brauche keinen Extraktor-Farm, der kann halt dann richtig hardcore sich alles zumachen, alles schützen und ich empfehle es auf jeden Fall, das zu tun. Stimmt, Alfred Rex. Subcaps fliegen reicht. Weiter braucht man nicht skillen. Eine Hogge habe ich doch schon. Was hast du gemacht? Norgun erstellt gerade, dass ich mit deinen Chars dann bei Frat spotten gehen würde. Nee. es gibt einiges, was ich Ben schon zutraue. Aber Botting gehört nicht dazu. Nee. Nein. Das Risiko, dass einem das auf die Füße fällt und dabei mehr Schaden entsteht, nämlich Schaden an der Reputation, ist ihm viel zu groß. Abgesehen davon entspricht es nicht seinem Charakter, solche Sachen zu machen. Zu diesem Blocken, also wenn ihr das tut, das hört sich jetzt auf den ersten Moment cool und locker und lässig und aus dem Handgelenk an, das Reinmachen ist auch relativ einfach. Das Rausmachen. Also, ihr schreibt halt einfach hier, ich hätte gern den Account hier geblockt. Das macht ihr mit allen Accounts, die ihr halt einfach dafür zum Skill extrahieren geblockt haben wollt. Wenn ihr dann aber irgendwie ein Jahr später auf die Idee kommt, so, ja, hier ein bisschen raus, da ein bisschen rein, wäre doch cool, das wieder freischalten ist ein Arscharbeit. Weil dann wollen sie nämlich zig Verifikationsmerkmale haben, die ihr dann alle zusammensuchen müsst. Ja. Also zum Beispiel, also jetzt nicht unbedingt wie nicht euer Real-Life-Name, weil das könnte ja auch ein Hacker dann irgendwie irgendwo rauslesen, aber halt dann Dinge, die euch passiert sind zum Beispiel. Also die suchen sich dann schon Sachen, wo man da vielleicht ein bisschen knobeln muss, um es wieder wegzukriegen, diese Sperre. Ja. Also überlegt euch gut. Ich wollte es nur vorher gesagt haben, nicht, dass es heißt, oh, du hast damals gesagt, es ist easy peasy. Nee, ist es nicht. Nee. Easy peasy rein, aber ziemlich schwierig wieder raus, weil sonst ist ja der Sicherheitseffekt von der ganzen Aktion nicht gegeben. Alfrederix hat es schön auf den Punkt gebracht. Botten heißt, sich selbst der Spielfreude zu berauben. Ja, sehe ich genauso. Naja, es gibt auch Botter, die botten nicht, weil sie irgendwie Kohle wollen oder weil sie Eve spielen wollen, sondern weil sie einfach Spaß am Bot-Programmieren haben. Also das gibt's halt auch. Ja, aber dein Ding ist das auch nicht. Vor Ewigkeiten mal einen in der Koop, der da so Pseudo-AI schon fast programmiert hat. War das zufälligerweise bei Lampi damals? Weil gibt's ja jetzt nicht mehr. Nee,
Nee, war nicht bei Lampi. Aber bei Lampi ist Janis, glaube ich, gestorben. War Reddit-Post irgendwie gestern, vorgestern. Oh, schauen wir da. Die Einschläge kommen näher, langsam wird es kritisch. Immer schön Acht geben. Ja. Ja, man kann relativ viele Sachen so per Sonderwunsch machen. Was mittlerweile übrigens durch ist, ist der Mystery Code, der im 10-Jahres-Paket drin ist. Nach größerem Aufschrei der Community ist es relativ gesichert, dass es die nicht mehr einlösbar sind. Nicht mehr einlösbar. Nicht mehr einlösbar sind. Also wer den noch nicht eingelöst hat, der hat halt Pech gehabt. Du Der hat halt meinst, jetzt ein Stück Eve-Historie, mit dem er nichts mehr anfangen kann. den von 2013, von vor 10 Jahren, den Code. Aus dem 10-Jahres-Paket gab es einen Code, also war auch so ein Plastikkärtchen draufgedruckt, wo man ein bisschen Spielzeug, ein bisschen Ingame-Geraffel und vielleicht noch irgendwelche zukünftigen Dinge, die noch nicht angekündigt waren beim Zeitpunkt des Erscheinens, bekommen sollte oder hätte bekommen können. Und der wird nicht mehr eingelöst, weil anscheinend, also der war lange Zeit halt normal über ein Portal einlösbar, stand und auch alles dabei. Und irgendwann ging das Portal nicht mehr, weil dann einfach kaum noch jemand eingelöst hat, aber CCP das halt quasi offline genommen und nur noch per Ticket dann quasi Einlösungen vorgenommen. Händisch. Genau, und dann haben sie sich aber halt auch gemerkt, wer hat da mittlerweile eingelöst und wer nicht. Und das Problem war jetzt, dass die das irgendwie verballert haben, diese Liste. Wie gesagt, alles unbestätigt, alles Gerücht. Aber für mich, ich sag mal, aufgrund der Aussagen, aufgrund der Leute, die dieses Gerücht getätigt haben, gehe ich mal davon aus, dass es stimmt. Und dann kam halt, also war halt dann irgendwie so, ja gut, dann tun wir halt auf Kulanz die Leute trotzdem halt ihr Zeug halt freischalten, auch wenn wir uns nicht 100% sicher sind, ob die nicht doch schon mal was bekommen haben. Das wird natürlich Aber dann kackenstreis auch ausgenutzt. ja, es wurde nicht bewusst ausgenutzt, Nee, es gab nee, halt das unterstelle ich noch nicht mal. irgendwelche Arschlöcher, die hingegangen sind und haben diese Mystery Codes quasi kopiert. Also die haben halt diese Giftkarte, also diese Plastikkarte, wo der Code drauf war, quasi Kopien von erstellt. Die hat eins zu eins so aushört und halt random einen Code gemacht, der halt so ähnlich aussah von seinem Erscheinungsbild wie die Originalcodes. Und dann haben sie die halt auf eBay vertickt für eine Schweinekohle. Ja. Und dann sind halt die Leute, die sie gekauft haben, dann halt zu CCP und gesagt, so hier, ich habe diesen Mystery Code hier aus dem Paket, bitte löst mir den ein. Und dann hat CCP halt irgendwann festgestellt, so ja, also mittlerweile haben halt sehr, sehr, sehr viele Leute also in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute das einlösen wollen. Und mehr als halt, ich sag mal, die letzten 6 Jahre davor. Also es hat schon irgendwie so eine kleine Schwemme gegeben. Und dann hat CCP gesagt, so, nee, jetzt ist fertig. Ben, ich Jetzt muss kurz Bio Break. ist es uns alles zu abgedreht, ist zu viel Beschiss dabei. Ist aber halt nicht, also das ist eine Sache, die man halt so ein bisschen ankreiden kann, ist halt nirgends irgendwie in Textform niedergeschrieben oder erklärt worden, sondern die haben halt einfach das jetzt so Buschtrommeln und ich sag mal Community-Funk quasi. Deswegen ist es halt unbestätigt. Aber ich denke, da kommt eventuell sogar noch was als Erklärung und als offiziell. Also ich weiß halt, Anfang des Jahres ist noch eingelöst worden und müssen halt eben in den letzten 2, 3 Wochen muss es halt gekappt worden sein aufgrund von massivem Missbrauch. Das kann durchaus sein, dass das Waldeck mal sich hin fortgebieselt hat. Ich habe noch was in eigener Sache. Ich habe ein Buch bekommen,
Da ist allerdings vom Schenkenden nur der Klarname drauf, welchen ich jetzt hier nicht durch den Äther blasen möchte. Also wer mir ein Buch geschenkt hat, PS, ich habe eine Wunschliste, der fühle sich bedankt. Allerdings möchte ich halt deinen Namen jetzt nicht nennen, deswegen so semi-anonym. Wenn ihr mit Ingame-Name genannt werden wollt, könnt ihr das in den Kommentar bei den Amazon-Gedöns, also beim Abschicken quasi mit reinpacken. Dann lese ich oder nenne ich euren Ingame-Namen. Beim Real-Life-Namen ist es immer so eine Sache. Nee, der rollt da gerade ins Bild. Das ist Waldeck, das ist anderer Spielplatz. Da leider momentan das Tool nicht funktioniert, mit dem man erkennen kann, wer wann was sagt. Also ich bin nicht Waldeck. Waldeck ist der, den ihr seht, der da gerade sitzt, der gerade wieder ins Bild gerollt ist. Ich bin Soronin. Ich bin der Typ, der die Tutorials macht und Mittwoch streamt. Waldeck streamt Montag und Freitag. Wir sind aber auch Freunde seit vielen Jahren. Ja, das auch. Aber es ging jetzt mehr darum, weil ich mich für das Buch bedankt habe, was gekommen ist und halt ohne Namensnennung. Also ich meine, mit Nicknames und Ingame-Char-Namen habe ich auch kein Problem, das zu benennen. Wer das mit reinschickt in die Amazon-Bestellung, wird auch dann vorgelesen. Nur wenn ihr halt nur euren Real-Life-Namen draufpackt und das auch gleich zweimal, was eventuell auch von Amazon kommen kann, wird halt nicht, möchte ich ungern euch irgendwie dann hier als Real-Life-Person outen. Es gehört sich ja auch nicht, dass man hier Namen sagt, so. Ja, also deswegen, wenn ihr die Wunschliste verwenden solltet, und dann packt bitte euren Nickname dazu, wenn ihr genannt werden wollt, ansonsten wird es halt ein anonymes Danke sein. Nein, Michi, dein Name ist streng geheim. Ich sehe es kommen. Nein, ich gucke nicht nach Michi. Michi Sur. Matti. Ja, das auch. Ich habe jetzt auch. Ich weiß nicht, ob Commander Fetzen da ist. Ich kann sein, dass ich dich vorhin irgendwo gesehen habe. Ja, der war vorhin da. Aber der hat dann auch nur Hi und dann war er verschwunden. Geht in Lurk. Alles gut. Ich habe meine Amazon-Liste noch nicht erweitert, aber die Einstellung geändert, die euch dazu bevollmächtigt, etwas zu kaufen und meine Empfängerdaten an den Verkäufer gehen, also quasi anonymes Spenden. Schreibt euren Ingame-Namen dazu. Wenn ihr von dort was kauft, gilt das gleiche wie für Ben. Momentan sind da nur zwei Gimmicks drin, die albern sind, aber da kommt wieder was rein. Nur habe ich am 9. Mai Geburtstag und da hat meiner Frau gesagt, hey, tu doch mal da was in deiner Wishlist rein. Und dann habe ich alles, was ich Nettes hatte, habe ich dann rübergeschoben auf die Bestechungsliste für Frank und deswegen ist die andere so ein bisschen leer. Aber ich freue mich auch darüber, wenn ihr Ben mit seinen Büchern da unterstützt. Dann kriegen wir auch irgendwann den Hall weg. Genau, mehr Bücher heißt, irgendwann kommt ein neues Regal und dann wird der Hall besser. Das ist der Plan. Fehlen noch ungefähr, ja, so 6 Meter fehlen noch. 6 Meter fehlen noch. Ich meine, du hattest doch mindestens 3 Meter Karl May, oder nicht? Ja, das steht aber im Wohnzimmer. Ach so. Also ich habe die eine Wohnzimmerwand, das dürften so 8 Meter Bücherregal sein. Dann ist hinter der Couch so nochmal so 2,5 und auf der anderen Seite ist noch mal 3,5. Das heißt, ich habe also mindestens 6 Meter Regal müssen noch gefüllt werden, bis ich gezwungen bin, es hier im Schlafzimmer anzufangen. Ja, früher hatte man eigentlich so eher das Gefühl, du hast deinen Rechner im Foyer der Empfangshalle aufgebaut. Nee, das war, weil der stand im Speisesaal. Also das ist halt, weißt du, so 6 Meter hohe Decke ist halt. Aber ja, war blöd, jetzt umgestellt, ist jetzt im Schlafzimmer. Ist auch kürzerer Weg, verspätet und so. Ja.
Ist, sag mal, Frank, was machst du hier? Das ist Blödsinn. Ich wollte gerade Eismann Sachen machen lassen, die DT Linker macht. Da müssen wir hin. Sowas aber auch. Man kommt immer durcheinander, wenn man sonst nur einen Char online hat. Und was wollte ich jetzt? Marshall, was für Skins hast denn du auf der Karakal drauf? Da können wir dir helfen. Die gibt's am Freitag wieder. Nein, das Norgoband streamt nicht aus dem Bad. Nee, Hot Tub Streams wollte ich, aber die will ja Twitch nicht. Ja, Hot Tub Streams auf dem Kanal von CCP. Klasse. Ich bin davon überzeugt, dass man sich den Spaß auch machen könnte. Also da gab es nie irgendetwas, irgendeinen Hinweis der Bedenklichkeit von Seiten CCP, was den Waldextrem auf CCP angeht. Oh, Alfred, Küchengeräte, nein, dafür ist unsere Küche definitiv nicht groß genug. Wir haben ja noch nicht mal eine Mikrowelle. Also was das angeht, hätte ich schon ganz, ganz gerne eine größere Küche. Wo man so rundherum, na, ihr wisst schon. Ja, habe ich, weiß nicht, ob ich das schon im Stream erzählt habe, habe ich vor ein paar Monaten mal einen richtig reingeritten. Der hat die Dachgeschosswohnung in seinem Elternhaus quasi renoviert und dann auch selbst bezogen. Mhm. Und hatte dann, also das waren vielleicht auch so fünf Meter vorneweg, die diese Küche hatte halt unterm Dach. Also hätte es halt vielleicht noch einen Kriechspeicher irgendwie reinbauen können, aber die haben halt das komplett offen gelassen und dann die Küche reingemacht. Der ballert halt an die kurze Seite, ballert er halt dann die ganze Küche rein. Also halt Kühlschrank halt auf das, wo es höher ist und dann halt darüber rüber zu ist halt so, also das, wo es halt niedriger geworden ist. Und dann hat er halt gemeint, so, und wie findet ihr das? Ich meine, also da oben drüber, das schreit halt fast nach Regalen so. Da kannst halt alles hinpacken, was du halt nur selten brauchst und was halt so sonst Platz wegnimmt. Und dann eher so, ja. Also war ja quasi fertig. In der Küche war das Letzte, was er noch machen wollte und war halt quasi projektlos. Also hat er dann angefangen, hat dann den Bereich quasi von 2,50 Meter bis halt oben die 4,5, 5 Meter dann komplett mit Regalen vollgeballert. Und als ich dann das nächste Mal im TS hatte, hat er sich tierisch drüber aufgeregt, über diese bescheuerte Idee. Ich so, Alter, was? Was halt Stauraum? Also ja, rat mal, was eine Frau mit Stauraum macht. Ich habe jetzt alles. Ich so, wie, ihr habt alles? Egal, was an kleinen Geräten in der Küche kriegen kannst. Wir haben Muffin-Maker, Waffeleisen, Popcorn-Maker, egal was, Sandwich-Maker, alles. Wir haben alles. Das steht alles voll mit Elektro-Kleingeräten. Ich bin schuld. Also ich habe quasi die deutsche Elektroindustrie alleine gerettet mit einem Regalbau als Vorschlag. Do you keep boost on repeat or do them manually to save script? Ist es das wert? Ich muss dir sagen, das macht Eve automatisch. Kein Skript. Nee, er fragt ob das halt Sinn macht, das zu unterbinden. Ach so. Also ob das halt manuell auslöst. Lässt sich einstellen oder nicht? You could manually boost or start command burst, but the charges are quite cheap. So if you want to save about 3000 ISK at maximum for all three charges, you could do it manually every 2 minutes, or you let it run permanently every minute and save your lifetime and your mental energy for more important tasks. Es ist ja nur aus Spaß hier, das ist Fun. Wachmeister Dimpfelmoser, die Körpergröße der Freundin sagt ja nichts drüber aus, wo er Zeug hinpacken muss, ne? Also das sind verschiedene Dinge. Entschuldigung. Kopfkino.
Naja, ich gehe mir davon aus, dass die Mikrowelle und so Dauernutzgeräte hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit halt auch drin und die sind halt unten. Aber es ging halt wirklich um dieses Ganze, ich sag mal, im Angebotsprospekt von Aldi ist diese Woche sich ein Pop-Tart-Maker drin und dann wird er halt gekauft. Und nächste Woche ist dann ein Waffeleisen drin und dann wird es halt gekauft. Und dann die Woche drauf kommt die Popcornmaschine und es wird halt immer mehr, immer mehr, immer mehr und nach haben sich halt die Regale gefüllt. Ist bitter. Ist bitter. Haben wir übrigens in Anhiga irgendwelche Possen, die einen Bonus geben auf Komprimierung? Oder bleibt uns da nur die reguläre Station, Ben? Moment, ich muss hier gerade Warte mal, kann man ja selber schauen. Lateral Edge, what do you mean with next to everything skill system mean? Habe ich da wieder was durcheinander geworfen? You mean is a system name? Nakugal is a system name, Ani is a constellation, Metropolis is a region. And below that is a location inside of the system. At the moment I'm talking with the station and I'm at Nakugal 5, that's a planet, Moon 12. And after docking it shows Nakugal 5, Moon 12, Crucial Tribe Bureau. And when I undock and return to the belt, I see, I guess, Asteroid Belt 1, I guess, is it? Planet 4, Asteroid Belt 1 should be the location. So you can see every time where you are or what's the closest object near you. Michi, weiß ich nicht. Drachenlanze, grüß dich. Aus Seven auch dir. Oh, the asterisk. That's because some words in German are translated, and if it's not translated, you get the asterisk on it. Asterix? Das Sternchen. Ah. Also, the not translated stuff is with asterisk, but the other stuff is translated, which is kind of weird. So we had some in-game items which were translated. Synovial field was signal light fire was signal. Yeah, signal light fire instead of Sino itself. Or Doomsday was machine of Armageddon, something like that translated. And because of this translation weirdo stuff, as untranslated names, stations, whatever, have this asterisk on it. It's in most local clients, so non-English clients have this asterisk on it. If I drag and drop Nakugat from the English client, it doesn't show this asterisk behind it. Gibt es auch ein Obelix? Nee, das ist ja der Gag in Asterix und Obelix, dass das der kleine Punkt ist quasi. Das wäre Idefix. Nee, das ist der Hund. Da Wuff. liegt der Hund begraben. Ups. Ich habe dabei bis doch gerade langsamer gestellt. Das ist fürchterlich. Egal. Alte Leute, Humor für alte Leute und so. Ah, ich weiß nicht, eigentlich fühle ich mich der Boomer-Generation nicht zugehörig. Ich Boomer ist sag mal, noch so 3 Meter vor dir gewesen. Aber was mir bei Boomern aufgefallen ist, da habe ich letzte Woche richtig drauf gehatet. Schieß los. Die Generation, die uns, also mit uns meine ich jetzt mich und die Leute, die so alt sind wie ich und nicht so alt sind wie Frank, weil Frank ist ja
so quasi eine halbe Generation vor mir. Also die Generation meiner Eltern, die haben uns ja damals den PC verboten, die haben unsere Fernsehzeit eingeschränkt, die haben uns bei allen neuen Medien hier kurz gehalten und gesagt, oh mein Gott, die Welt geht unter, ihr werdet alle dann sterben. Ja, und selber kriegen, benehmen sie sich heute wie ein Sack. Die Generation ist es jetzt, die im Wartezimmer beim Arzt hockt und ihr scheiß Smartphone permanent in der Fresse hängen hat und dann den Ton nicht ausmacht. Da hast du dann 20 Leute drin, die alle in Smartphone drin hocken und alle haben den Ton an. Du hast einen tierischen Geräuschpegel. Denk mir so, ja, eure Zeit müssen wir jetzt mal beschränken. Müssen wir jetzt mal reinkommen und sagen so, hier, meine Damen und Herren, ihre Spielzeit ist vorbei. Haben jetzt ihre 2 Stunden gehabt. Schalten Sie bitte ihr Smartphone aus. Morgen wieder. Danke. Ganz einfach. Lasst euch ein anständiges In-Ear kaufen und lasst euren Namen drauf prägen. Hier steht Waldeck drauf. Könnt ihr singen? Geht nicht, ne? Mit diesen Knöpfen im Ohr. Nur einen. Immer einen im Ohr. Ich tue die nie zu zweit rein, weil ich Angst habe, dass ich etwas überhöre. Vielleicht ein Auto oder was sich mir nähert. Aufgerufen wird am Arzt zum Beispiel. Und ihr hört und es ist Stille um euch herum. Finde ich total klasse. Für mich sind die Boomer die Leute, die eine Medienkompetenz von -3 haben. Ja, Isolayer 8 Fehler. Ja. Ja, also das. Also Medienkompetenz gleich 0 und was man da bei Facebook sieht. Genau, Timo. Die viereckigen Augen. Nicht so nah an den Fernseher, du bekommst viereckige Augen. Jetzt haben sie ihr Smartphone so nah, weil sie ja nichts sehen können und zu geizig waren für 2 Zoll mehr Display. quasi wie eine Virtual Reality Brille vom Gesicht hängen. Lentural Age, yeah. Understand Asterix und Obelix. Das Orca Skin ist vergessen. Warte. Das ist der Orca Skin für Legion of Xtas. Ja. Capture Elite. Yes. Genau. Capsule Elite XIX, Legion of Xtas Promotion Skin. Klar. Erzählt man sich. Wieso hast du eigentlich nicht den Dingens drauf? Den, wie heißt er? Den ich auch drauf habe hier. Den Radioactive Reclamation Skin. Bin ich noch nicht zugekommen, den reinzudrücken. Das ist übrigens wieder diese Erklärung von Übersetzungen bei Skin-Namen. Radioactive Reclamation, Rückführung, hier war nochmal runter, dass ich ihn komplett vorlesen kann. Den? Genau, Rückforderung radioaktiver Materialien. Radioactive Reclamation. GG, danke Translation Team. Ihr hängt bis zum Ellenbogen im Klo drin. So ja. Schlecht ist das. Ja. Anstelle mal zu fragen, hör mal, wie kann man das sinnvoll übersetzen? Ist nicht leicht. oder bei der letzten, beim letzten Event, also vor dem, der jetzt aktuell läuft, vor dem Event haben sie ja auch eine Ankündigung gemacht für diesen Event. Jo. Und da war dann zum einen dieser Zoom-Bug drin, wo sie sich falsch verschrieben hatten. Und unten drunter waren dann 4 Wörter, die halt sehr lang sind, haben sie dann mit Abkürzung gemacht. Und du bist hier vorgekommen wie bei der Bundeswehr, mit Truppenübungsplatz und der Materialausgabe, die halt auf 3 Buchstaben zusammengekürzt worden sind. Du hast nichts verstanden und keiner hat verstanden, was eigentlich gemeint ist. Und ich habe dann auch gesagt, CB Swift, vielleicht nicht die geilste Idee, Abkürzungen zu verwenden für neuen Content. Genau, maybe. Keine Sau. Und er so, ja, Übersetzungsteam macht halt, was das Übersetzungsteam macht. So. So, ja, ist halt doof. Also Schulterzug, ja, ist halt so. Ja, ist halt so. Sag mal, welcher Idiot hat mich auf die Idee gebracht, den Flotten-Tab oben links mit reinzusetzen? Du warst das, ne? Flotten-Tab? Was für ein Flotten-Tab? Meinst du den Chat? Nee, hier diesen Tab zur Flotte. Und ich habe den da oben mit reingesetzt. Und ich kriege jedes Mal einen Hals. Ich finde den nicht zum Verrecken. Auch wenn ich mich daran gewöhnt habe, da oben diesen Der Flottentapf ist ja eh zusammengeklappt, da fehlt eh die Hälfte.
Ja, also da. Aber da ist auch die Compression nicht drin. Die sollte eigentlich woanders sein. Egal, das Ding kommt wieder hier hin. Zack. Flap. Kannst du ja auch in den Chat rein mit einbauen. Das ist auch eine relativ einfache Möglichkeit. Das habe ich mittlerweile auch, dass die Flotte im Chat mit drin ist. Ach, weißt du, vielleicht später. Mit 70. Zodiac, auch dir einen guten Nachmittag. Zodiac, grüß dich. Tamja. Ich bin Austausch und spreche nicht gut Deutsch. I learned that it's the school German class. Okay. Synapses, alles gut? We're happy for everyone at least trying to speak or type German. Ja. Und bitte alle, die da sind, schreibt bitte in den Chat. Bitte Tamja, komm zurück nach Eve. Born English. Please, Tamja, come back to Eve. We're missing you. Genau, schönen guten Hallo von Quetzen. Grüß dich. Huh. Heißt, man hat keinen Klumpen mehr, oder war das Ding schon durchgelaufen mit 16 Klötzen? So. Also zwei Sachen auf einmal machen ist nicht gut für Ice Cream Man, für mich. Ja. Yeah. Komm ins Back, du zurück, du Pappnas. Ja, genau. Ist aber dann nicht Partner geworden, ist er nicht verpartnert wurde, oder? Oder ist es? Er hat sich beworben, aber hat ja CCP auf seiner Seite. Das ist ja dieser Beef, der auf Reddit hochgezogen wurde. Und das war normales Roleplay-Sprech. Und der Typ wurde auch gebannt und meinte dann, ein unheimliches Theater machen zu müssen. Tamja ist einer der nettesten und freundlichsten und hilfsbereitesten Eve-Streamer, die ich kenne. Und von daher... Michi, wir haben die nur abbestellt, die Ganker, für den Stream. Wir haben gesagt, hey, wir streamen hier, wir brauchen euch hier nicht. Ab 17 Uhr könnt ihr wieder... Nur jetzt wäre uncool, weil CCP TV und so. Und ja, klar, verstehen wir kein Thema. Wir machen dann nachher weiter. Nein, also mit Ganking haben wir überhaupt keine Probleme im Stream, weder bei CCP noch bei Waldeck. Das hat aber auch irgendwo Gründe. Ich sag mal so, wenn man keine große Angriffsfläche bietet, weil man die Mechaniken kennt, die Ganker benutzen, um Flotten im Highsec zu triggern, dann gibt es halt keinen Spaß. Und dann ziehen die Leute weiter und denken sich, naja, gut, woanders geht's auch. Wir haben das doch damals hier in Anni ganz groß erlebt. Ich weiß nicht mehr, wie ich genau das zusammenkriege, brauchen wir ja nicht in die Details zu gehen. Das war Pain and Compliance, ne? Die haben nur vorbeigeschaut, dann haben sie ein paar Schiffe abgeschossen, völlig unnötig, und damit hatten sie ihren Content. Ne? Und je mehr Schiffe als abgeschossen wurden, desto größer ist der Sug, dort zu bleiben, um weiter abzugreifen. Und ja, vor allem je mehr Salzhalt kam, also je mehr Leute sich aufgeregt haben, desto höher war halt auch dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie geblieben sind. Ja. Aber man muss auch sagen, Panic & Burns ist mittlerweile in Losec abgewandert. Die haben mich ja nach Jahren dann auch eingeladen, bei ihnen mitzumachen. Mhm. Ich habe eigentlich ganz ehrlich, hier kommen ein bisschen Highsec-Strukturen schießen, ein bisschen so Merc-Dasein erleben. Und als ich halt quasi fertig geschrillten Char habe, war halt quasi der Charakter von dieser Gruppe halt ein komplett anderer. Also war halt dann nicht mehr, wir sind im Highsec Merc, sondern mehr so, wir rennen im Lowsec rum und machen da Dinge. Ich bin jetzt überlegen, ob ich halt rausgehen soll oder was Neues suchen soll. Weil dafür habe ich mich nicht gemeldet. Ja. Wie so schön heißt. Danke, Quetzen, für die Übersetzung in Englisch für Tammy. Und ja, bitte, Tamja Cowboy,
for Eve Partner. Der Gute macht Content für Eve Einsteiger. Er erklärt alles wunderbar. Ist meistens sehr ruhig. Also ich habe ihn noch nie massiv salzig erlebt. Außer es war angemessen. Dann ist aber auch was vorgefallen und das kam nicht von ihm. Und er fehlt definitiv. Und Partner hat er sich verdient, hätte er sich verdient. Moonglam Eve, Cheetos aren't that a big thing in Germany. We are more the Spekulatius Fraktion. Fanboys. Spekulatius. Looking for the Wikipedia for the English side, but Wikipedia is slow as fuck at the moment. Yes. And this is a teacup with funny owls on it. I love owls. And black tea. Schwarz. Hauptsache schwarz. Und Tiny Thermoskanne. That's T-Extension thing. I just linked Spekulatius English version. Because Waldeck is abusing his tea to dipping Spekulatius in it. Some consider this as a hate crime in Germany. Questions, that's the other part of the story. Also mein schwarzer Tee ist mindestens so dunkel wie jeder Kaffee. Früher hab ich mir gesagt, mein Kaffee ist so schwarz, da kannst du 50 Pfennig auf reinwerfen. Du siehst die nicht. Heute weiß kaum einer was 50 Pfennig sind. Das sind die kleinen Silbernen gewesen. Die schön reflektiert haben mit dem Bäumchen drauf. Mhm. Damals, kurz nach dem Krieg, als das Internet noch aus Holz war und Holz aus Stein. Forgefire, greetings, Tamiya Cowboy 2. Tamiya hatte früher so einen schönen, gepflegten, großen Bart. Aber mit Corona musste er den wahrscheinlich runternehmen. Es sieht immer noch schön und gepflegt aus. Aber der war vorher so viel schicker. 1950, habe ich was verpasst? 50 Pfennigstück. Ach so. Ja. Ich habe welche, sie sind sogar noch von 48, diese Vorprägung. Da steht auch nicht drauf Deutsche Bundesbank. Bank Deutscher Länder. Genau, Bank Deutscher Länder doch drauf, der Vorläufer quasi. Und dann noch welche aus dem Dritten Reich, wo quasi diese. Die waren ja richtig räudig gemacht, war ja auf beiden Seiten Blech und in der Mitte irgendwie so ganz schlechtes Metall. Ja, das gab's schon mal. Nickel. Also die werden richtig, richtig räudig gemacht, die Teile. Aber um auf das Thema Tee und Flüssigkeit zurückzukommen, ich habe ja letzte Woche den Termin gehabt, wo mir das Xylonest injiziert worden ist. Und da haben sie mir vorher den Blutdruck gemessen und der war super in Ordnung. Und ich liege halt dann die halbe Stunde, bis das Zeug alles drin ist, Infusion, halber Liter. Und dann misst sie wieder Blutdruck und wundert sich. Ihr Blutdruck ist jetzt leicht erhöht, sie waren doch immer nur gelegen. Woran kann das liegen? Ich so, kann das sein, dass es eigentlich bei jedem ist, der hier die Infusion gemacht bekommen hat, dass der Blutdruck danach leicht erhöht ist? Sie so, ja, jetzt muss ich es sagen, es stimmt. Ich so, könnte es vielleicht daran liegen, dass wenn man einen halben Liter mehr Flüssigkeit im Körper hat, also in der Blutbahn,
dass dann vielleicht der Blutdruck sich erhöht, wenn mehr Flüssigkeit drin ist? Naja, das verteilt sich. Ja, das ist ja bei der Blutbahn, das erhöht ja trotzdem den Druck. Also, Das diffundiert aus. Ist nur ein halber Liter. Das ist. dann guckt sie mich halt nur komplett irritiert an und geht wortlos raus. Wenn mehr Flüssigkeit im hydraulischen System ist, geht der Druck natürlich hoch. So. Ja, schon klar. Ich wollte mal in die EOS gucken. Ich alber schon wieder rum. Geht eine Orca zum Proktologen? Ja. Hier brauchst du nicht, die war schon beim Waldeck. Hat die komplett durchgecheckt. Bin ich gerade durchgeflogen. Hervorragende Darmhaut, alles in Ordnung. Oh, schöner Schriftzug. Creodrone. Ja, das ist der NPC-Hersteller. Da müsste aber eigentlich das Logo noch zwischendrin sein. Ja, sieht man so ganz leicht, sieht man da das Logo noch zwischendrin. Genau, dazwischen. Kriegen wir das noch besser hin? Aber Logo, ich bin ja Rix Jarvis bin ich ja wieder in Kontakt wegen neuem Logo für die Karte. Dystopisch. Ja, nee, ich mache es nicht dystopisch. Ich habe mir einfach jetzt als Vorlage oder als ich sag mal, als ja, thematische Vorlage einfach angeschaut, wie die Logos von den NPC Eve Corp sind. Und habe gesagt, so, ja, das wurschtel ich jetzt quasi für uns. Und wenn sie dann sagen, sie, ja, nee, das geht nicht, dann sage ich, jetzt müsst ihr aber hingehen und müsst alle NPC-Logos ändern. Weil wenn uns das nicht reinpasst, dann ist das quasi nur die logische Konsequenz, dass alle eure Logos Mist sind. Das ist eine gute Strategie, aber ich glaube nicht, dass CCP sich da das Art-Team. Marshall ist im Fernsehen. Hast du noch ein Ding, einen Partnerskin für die Karakal? Ich hatte nämlich gerade geguckt, als ich gefragt habe, ich Ja, habe keinen mehr. habe ich. Ist das denn der Karakal? Ja, das ist Karakal. Grafikbug. Du kannst froh sein, dass der mittlerweile ums ganze Schiff rumgeht, wenn er ums ganze Schiff rumgeht. Weil bei einigen Schiffen ist nämlich die Animation von den ganzen Schildhardenern kürzer als das Schiff. Da geht nur das nur der vordere Teil mit Schildhardener und leuchtet auf und der Rest hinten ist frei. Komme ich aber jetzt nicht ran. Kann ich nur mit DT-Linker. Schade. Weil, Zweifel. Können wir gerade. aber kein Problem. Weil das liegt in ihrem Hangar und nicht im Korbhangar. Wenn, dann müsste ich sie jetzt docken und. Gab es, glaube ich, auch bei dem Schildhardener-Ding, es gab es von einer Weile auf Reddit eine Diskussions-Thread dazu, da haben sie dann auch Screenshots gepostet, wo halt, also ich glaube, die Iteron ist saulustig, bei der Iteron war es nämlich nur vorne so das vordere Sechstel, was halt irgendwie ein Schildhardener ist und der Rest hinten hat halt kein Schildhardener, also hat irgendwie mit der Länge irgendwas da verbockt haben. Karakal sind beide gestern rausgegangen. Ja, kannst ja nachher nochmal gucken. Muss ja jetzt nicht jetzt irgendwie hier. Ja, da sind noch 8 Stück, sehe ich gerade. Aber muss ja jetzt nicht hier mehr das Knie brechen, die Aktion. Gib ihm einfach mal den Container rüber, er kann sie nämlich rausnehmen. Ich trau ihm zu, dass er problemlos den Container wieder zurückgibt. Den Container schon. Aber auch den gefüllten Container. Wir haben in der Waldeck-Community sehr ehrliche Menschen. Die Schildhardener funktionieren am ganzen Schiff, das ist ja nur eine Animation, aber die ist halt richtig verbuggt. Das ist halt so der Gag momentan. Meinst du hier von der Caracal? Nee, nicht von der Karakal. Geik hat vorhin gefragt, so, ach, wo ich die kompetenten Leute hier habe, warum schimmert der Multispektrum-Schildhardener bei der Tengu nur vorne? Weil die halt einfach verbuggt sind. Also da ist halt Anzeigebug. Und bei der Iteron ist es halt so, dass nur, also
nicht immer, aber es gibt halt auch den Bug, dass halt nur das vordere Sechstel von der Iteron einen Schildhardener hat. Ja. Und der Rest halt nicht. So, das hast du so wie so ein Streichhölzchen, was vorne aufleuchtet und hinten halt nicht. Okay. Bugs kennen wir von Eve. Die Keys, was Bugs angeht, unheimlich kreativ. Die werden nur von Microsoft in ihren Bugs übertroffen, glaube ich. Ja, ja. Aber sie werden dann auch je nach Schwere des Verbrechens schnell gefixt. Task failed successfully ist so mein Favorit. Oder unexpected bug ist auch cool. Wie die, mit den anderen habt ihr gerechnet oder was? Den mit denen nicht? Apropos Caracal. Wo ist sie denn? Ich hab sie doch vorhin noch gesehen. Nur Sach. Geil, du kannst es eventuell sogar selber fixen. Du musst nur andocken, den Schildhardener, also Multispektrum oder was auch immer da verbuggt ist, rausnehmen und den zusammenklappen, also wieder packen und wieder entpacken und fitten. Dann kann es sein, dass dieser Grafikbug weg ist, weil dann wird es alles nochmal neu berechnet, neu draufgepackt und dann kann es sein, dass es weg ist. Muss aber nicht. Ist nur so Hardfix. So. Schnibbelschlacht. Warum? Ja, nicht die Tengu, nur das Modul ausbauen. Ihr müsst, auch wenn ihr das Schiff sauber machen wollt, müsst ihr es nicht entricken und zusammenklappen. Nur den Haken an sich, der muss raus und gepackt werden und wieder reingepackt werden. Oder einen anderen Haken nehmen, ist egal. Auf jeden Fall muss das Modul ausgetauscht werden, damit die Animation im Schiff neu geladen wird, also neu zugewiesen wird. Weil dann kann es halt weg sein. Wenn ihr Pech habt, ist es halt dann wieder, weil ich es nicht gedacht habe, so nö. Ich finde die Schneebälle richtig toll, da sind richtige Schneekristalle drin. Ja, auch das Poff ist so. Ja, aber mit Raketenantrieb, ne? Ja gut, das mit dem Eiern ist schon realistisch, aber warum das so brennt, ist halt schon komisch. Ja, habe ich vorhin schon gesehen. Und wir machen an den Schneeball ein heißes Triebwerk dran. Kann sein, dass es dann neu geladen wird und dann halt ist. Aber es kann auch sein, dass du dann halt den Bock wieder eingefangen hast. Das ist so, manchmal geht es davon weg. Puh. Bei der Iterin von meinem mittlerweile zweiten Yita alt hat es funktioniert. Ist jetzt ums ganze Schiff rum. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen, dass das in irgendeiner Form auftritt. Animationsbugs? Ja, diesen Animationsbug. Ja, es gibt einige. Es gibt auch den, also es ist kein Bug, das ist halt einfach, weil diese Grafiksachen, die werden ja clientseitig generiert, die werden nicht serverseitig gebaut. Ja. Da gibt es immer wieder Leute, wenn dann Spieler mit, keine Ahnung, 10 oder 15 Mining-Alts im Belt stehen. Und wenn man dann mal sich die anschaut, also da drüben ist ja eine Mining-Flotte, sag mal um die Orca rum, wenn da mal die Kamera rüber huscht. Und. Bin ich so schnell. Und die haben aber kein Ding an, oder? Doch, die haben an. Und dann guckst du dir mal die Barges an und dann ist diese Animation von den Hardenern, also diese passive, diese nicht, ich werde nicht getroffen, sondern einfach nur diese, da ist was an, die ist bei allen Schiffen synchron. Und dann gibt es immer wieder Geschrei so, oh, guckt euch das an, das ist ein Botter, der hat alle Module gleichzeitig eingeschaltet. Nee. Nein, der hat ihn nicht gleichzeitig eingeschaltet, euer Client zeigt ihn nur gleichzeitig an, weil es viel einfacher ist, diese Animation sich mal gleichzeitig auszuspielen, als für jedes Schiff sich einen anderen Zeitpunkt auszudenken. Ja. Deswegen hat damit nichts zu tun, sondern ist halt einfach nur Grafik. Das sind dann die immer ganz groß und stark sind mit Ich weiß Halbwissen ganz viel. Ja, ja. Ja, jetzt kam auch gerade wieder. Also es ist immer synchron, weil
Also auch die untere, die da irgendwo ein bisschen unterhalb von dieser Hauptebene steht, die ist da mit dabei. Naja, das Die ist immer Eos so. ist die Armor-Animation ist da mit dabei. Das ist alles ein einziges Ding. Jetzt wird einmal vom Client ausgespielt und Ich würde sogar sagen, meinst du, das ist clientweise? ja, Oder die ganze ist Grafik entwickelt das. von Clientweise. Das Okay. macht nicht der Server. Theoretisch könnte man ja sich eigene Skins auf die Schiffe drauf machen, weil es ja kleinseitig ist. Praktisch ist es halt aber Euler-Verletzung. Okay. Weil es gibt ja, also das ist aus der Zeit, als die Skins noch ganz am Anfang waren. Da waren die teilweise etwas verbuggt und dann konnte man das Schiff wechseln und der Skin ist geblieben. Also selbst wenn das Schiff diesen Skin gar nicht hatte, wurde der dann übertragen. Und dann gab es halt sehr, sehr, sehr wilde Dinger. Könnt ihr mal so Reddit irgendwie vor 3, 4 Jahren mal gucken. Ich hoffe, es ist 3, 4 Jahre her und nicht wieder 8 Jahre und ich bin wieder komplett lost. Aber ich glaube, es müssen so 3, 4 Jahre sein, wo die Skins so richtig in Kommt diese hin. heiße Anfangsphase reingekommen sind. Und da sind halt dann komplett, also es sind halt Sachen, die es halt mittlerweile immer noch nicht gibt, aber die hat dann halt der Client sich gebaut aus dem, was er halt hatte. Er hat halt die Farbschemata gehabt vom Schiff A und dann ist das Schiff gewechselt worden und dann ist auf Schiff B draufgeballert. Und jo, so ähnlich wie die momentan, wenn man in den Spielerstrukturen ist und ein Schiff lädt und ein anderes Schiff ist schon an der Position und dann sind sie aufeinander. Und mitunter sieht es aus, als würden sie unzüchtige Dinge tun. Liegt ja auch nur daran, dass halt der Client es verbuggt. Das ist nicht der Server, der sagt, hier ist schon was. Das ist der Client, der das nicht auf die Kette kriegt. Kleiner Client, kleiner Vogel. Eigentlich müsste doch wieder ein Quartal um sein, wenn ne? Die Quartalsbewerbungen müssten jetzt anlaufen, ne? Für Nee, die die IF-Partner. sind gerade durch. Die kommen gerade nach und nach alle rein. Momentan ein bisschen verzögert, weil also die Leute, die sich als Partner beworben haben, guckt, dass eure Unterlagen vollständig sind und schaut in einem Spam-Ordner nach, weil es kann nämlich sein, dass die CDP euch geschrieben hat, so ja, hat nicht ganz gereicht. Aber wenn ihr das und das noch nachreicht, dann vielleicht doch. Genau, da wollte ich darauf hinweisen. Guckt Also. nach, ob ihr eine Mail bekommt habt. Ihr könnt auch per Mail antworten dann direkt. Genau, dann das Zeug nachreichen und dann kann es sein, dass ihr sofort Partner werdet oder halt zeitnah und halt Zeitnah. nicht nochmal diese 90 Tage Zwischenwartezeit haben ist für den nächsten Versuch. Hat Swift auch darauf hingewiesen, dass Extra man darauf das wirklich hingewiesen. nochmal kommunizieren sollen. So everyone who applicated for Eve Partner, please check your spam folder. You might have gotten an information mail requesting further information from you about this case. So please check spam folder everything of your mail and also mail from your main account linked to the might be partner chart. So you can add some information and might be a partner soon and not have to wait the 90 days for the next period. Of applications. Das war tatsächlich wichtig, das auch mal zu erwähnen dann. Denn es muss man sagen, und das ist auch so, gerade Swist, die entscheiden das ja nicht alleine, sondern es ist eine Teamarbeit. Das wird vorsortiert, dann wird genau geguckt und später gibt es ein Teamgespräch und dann werden die Leute gemeinsam durchgeguckt. Und Swist ist es besonders wichtig, dass er niemanden aufgrund von Sprachbarrieren übersieht, wenn er sich nicht ganz sicher ist, tatsächlich, wenn er ist im Wackelkandidat oder er bräuchte noch ein paar Informationen, der holt die sich rein, fragt die an und guckt lieber noch mal genauer drüber, ob es nicht da noch irgendwas gibt, dass man denjenigen ziehen kann. Das Also quasi im Zweifel für den Bewerber so. ist ein unheimlich hilfsbereiter und liebenswerter Mensch. Wo ich denke, dass er wirklich sein Möglichstes tut, um da entsprechend Allen noch gerecht zu werden. allen noch gerecht zu werden. Das ist einfach ein Teil
Teil des Persönlichkeitsbild von ihm, so wie ich ihn jetzt, sage ich mal, in den letzten 2, 2,5 Jahren Eve-Partnerschaft kennengelernt habe. Und von dahin. Geico, was mich interessiert, wie hartnäckig ist denn der Bug? Ist der immer oder ist der nur manchmal oder bei jedem zweiten Einloggen oder wie sieht das aus? Das wäre auch interessant zu wissen. Weil das immer so Sachen sind, die dann bei der Fehlersuche helfen können. Ihr könnt übrigens auch bei euren Bug-Reports, also F12 Bug-Report, könnt ihr auch Screenshots dazu fügen und könnt ihr auch mit einem Crop-Rahmen versehen, also mit einem Zuschneiderahmen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe noch nie im Deutschen kleinen Ticket erstellt. Und könnt dann den Bereich zuschneiden, auf den ihr hinweisen wollt. Das ist permanent. Screenshots machen und so. Deswegen macht da mal vielleicht ein paar Screenshots und macht ein Ticket und schmeißt das Thema mal rüber. Grafik-Bug ist eine extra Kategorie, weil je mehr Leute sich über den gleichen Bug aufregen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich was drum gekümmert wird. So. Auch im aktuellen Event waren ja einige von den Sites waren ja falsch benannt, im deutschen Client wieder, wo dann der Typ gestimmt hat, aber der Name von der Site hat nicht gestimmt. Oder zum Beispiel nur das Smugglergate drin stand, obwohl es eigentlich, keine Ahnung, wie sie genau geheißen sollte, irgendwas mit Wayland, weiß der Kuckuck was. Die diese Zeit fliegen, werden es besser wissen. Und dann habe ich halt auch gesagt, hier Leute, Fehler. Und dann hat es halt auch 9 Tage gedauert, bis halt diese 2 Zeilen Text geändert worden sind, weil halt irgendwann sich genug Leute beschwert hatten, um da ein bisschen Dampf zu machen bei der Aktion hier. Also Leute, es ist halt, waren halt irgendwie 3 Wörter. 2 falsche gegen 3 richtige ersetzen. Aber muss halt gemacht werden. So. So läuft das im Eve. Wie sieht das bei euch im Bild aus? Ziemlich viel Eis und ganz viele am Minern und einige waren schon auf. Und jetzt läuft es wieder okay. Ihr hat nämlich gerade ihre Mining-Gedöns vergessen, wieder einzumachen. Ja. Ich würde mich dann gleich obwohl ich denke, dass mir auch der Fuel ausgehen wird. Wir sind ja eh gleich fertig, deswegen. Eben. Denn 3400 Heavy Water sind noch drin. Übrigens ein Hinweis für die Leute, die hier, also das machen unsere Hamster machen es tatsächlich nicht. Aber einige von den anderen, die hier mit dem Belt stehen, machen das. Wenn ihr im Belt am Minern seid, im Highsec, und es sind Wracks auf dem Grid von euch oder von einer Gruppe, von eurer Flotte, von weiß der Kuckuck was, lasst eure Kampfdrohnen drin. Weil wenn nämlich ein Nord reinkommt und klaut aus dem Wrack oder schießt auf das Wrack oder tut Dinge mit diesem Wrack, dann finden das die Drohnen nicht cool. Und wenn die auf automatisches Feuer erwidern gestellt sind, dann werden sie auf den drauf schießen und ihn angreifen und dann habt ihr den Salat. Jo. Deswegen lasst die Kampfdrohnen drin, wenn keine NPCs da sind, die es wegzuschießen gilt. Oder Plan B, macht die Wracks auf blau. Also aufgeben, am besten alle auf dem Grid mit einmal klicken. Weil sonst ist das Schiff halt weggegankt aufgrund von Blinky. Genau, Fetzen schreibt es auch gerade. Also Wracks blau machen ist der Plan B. Muss man aber halt auch immer wieder regelmäßig gucken, dass man die auch blau macht, weil sonst ist man eventuell sein Schiff los, weil die Drohnen etwas übereifrig im Beschützen waren. Ja, automatischer Angriff. Oder man macht das aus, das geht auch. Dann schießen sie aber auch nicht auf NPCs. Das ist dann, muss man wieder. Muss man händisch dann machen. Aber wenn ihr das sucht, das ist bei Drohnen im Space das Zahnrad. Ich suche auch immer wieder erst danach. Weil früher war es immer im 3-Punkte-Menü und jetzt ist es hier automatischer Angriff, an oder aus. Aber bei Mining-Aktionen lieber aus. Zumindest ich mache das so.
hat sich für sinnvoll erachtet. Stimmfetzen. Einfach blau machen. Aber es sind nicht meine. Es sind dann. Ja, es muss halt immer der machen, der das Wrack geschossen hat. Das ist halt, ne, so. Also ich salvage die immer, wenn die da rumstehen. Ich darf auch keine Kampfdrohnen draußen haben, weil man braucht sie halt auch nicht. Also also ich sag mal, wenn du immer in der Skiff oder in der Prokura draußen steht, dann Röckchen gerade, Kulchen gerade machen, Röckchen abputzen und dann ist halt der NPC auch weg, so. Die braucht man nicht permanent draußen haben, weil man ist nicht mehr so platzgefährdet, wie das früher war, bevor sie die Mining Barges und Exhumer geändert haben. Da war ja echt nicht viel Tank da. Mittlerweile ist es halt, jo, da kann man auch mal noch 2 Minuten weiter Netflix gucken oder Amazon Prime, bevor man sich dann um die NPCs kümmern muss. Also Kampfdrohnen raus oder die Mining-Drohnen reinholen und dann die Kampfdrohnen raus. Es spart auf jeden Fall einen Haufen Drama und wahrscheinlich verfluchen mich jetzt alle, die Mining Barges nichts mehr produzieren, weil sie wieder 5% weniger Umsatz machen deswegen. Das Asketolus hat auch abgeschaltet. Das ist auch etwas, wenn wir mit einer Flotte Mission Run machen und es kommt so ein kleiner Suspect da rein, der dann versucht, unsere Wracks zu looten und erst recht Suspect wird. Also sie versuchen einen Spieler dazu zu provozieren, dass auf ihn geschossen wird und dann kommen seine Freunde. Und Concord. Und deswegen, ich habe dir jetzt den Boost ausgeschaltet, weil ich gleich docken möchte. Dann sagt man der Flotte Bescheid, hier bitte keine Drohnen aktiv, irgendwas gegen den machen. Stellt die Drohnen auf passiv und dann kann er machen, was er will. Man stellt halt die Frags auf blau. Das und, halt genau, hier schenken wir dir. Weil er will ja nur provozieren. Das ist übrigens auch saulustig, wenn man das in so einer PvE-Flotte macht. Mhm. Und der versucht natürlich an eines von den gerade neu geschossenen Wracks zu kommen. Klar. Und dann kann man einfach auf dem Wrack einfach bleiben und immer wieder aufgeben. Und dann pendelt er immer zwischen den Wracks hin und her, die gerade neu sind. Und jetzt nur hin und her fliegen, sieht saulustig aus. Macht sich dann richtig zum Affen mit der Aktion. Macht aber Spaß. Ja. Er hat sich da so ein bisschen. Es gibt halt irgendwie eine lange Nase so. Also da. Muss man da aber auf Zack sein mit dem Aufgeben, weil wenn man es halt nicht richtig hinkriegt, dann kann er halt klauen mit Blinky, wenn dann irgendeiner vor allem von den neuen Spielern oder ein anderer hat es vergessen, die Drohnen dann auf aggressiv hat, dann gibt es halt Ärger. Das geht so Lust. Circa 3 Tage nach Rentenbeginn war ich ganz seltsam drauf und habe übermütig gelbe blinkende Schiffe Blinkies angegriffen. War natürlich eine Falle. Ja, das ist halt so, manchmal machst du halt Dinge und dann. Ja. Tornagol, danke für den Support. Das sind so Sachen, die laufen einem hinterher. Da kann man dann Jahre später immer noch drüber schmunzeln und lachen. Das sind so die, was Ben so gerne sagt, die Lagerfeuergeschichten. Worb mich an. Ich bin hier getarnt an dem und dem. Und plötzlich. Worb mich an, aber ich. Nicht direkt, bitte getarnt. Ich bin getarnt. Worb auf 10 Kilometer. Nein, zack. Auf 0 und die Post. Plupp. Ja, das ist Bens Erleben. Jeder hat recht einen Anspruch auf seinen Uwe. Das müsst ihr nicht sein. Aber Uwe steht halt für ein Erlebnis in Eve. Und ich glaube, jeder hat schon mal einen Uwe erlebt. Papa Schlunk, wie gesagt, du kannst es nicht, aber deine Drohnen können dumme Dinge tun und dafür sorgen, dass du Suspect wirst. Das ist das Problem, auf das wir gerade hingewiesen haben. Also du machst aktiv nichts, aber wenn deine Drohnen auf automatisches Angreifen gestellt sind und dann ein Wrack von dir geplündert wird, dann halten die das halt für eine Eigentumsverletzung oder auch wenn auf einen MTU geschossen wird oder so irgendwas,
dann wollen die Drohnen dein Eigentum verteidigen. Und dann schießen die drauf und dann wirst du Suspect, obwohl du gelb, nicht gelb bist, sondern grün bist. Deswegen tierisch aufpassen mit sowas. Also Auto-Aggro nur stellen, wenn ihr euch halt, wenn es halt wirklich Sinn macht für euch. Also in der PvE-Site, wo halt keiner mit anderer dabei ist. Oder wenn ihr halt permanent am Wachs aufgeben seid. Wenn ihr dann permanent rechtsklick und dann halt aufgeben, dann sind sie blau und dann kann auch keiner mehr was draus klauen oder drauf schießen. Das ist alles egal. Das Public Eigentum wird dann. Auch wenn das im Wrack rausgeklaut wird, wird halt dann der Spittel auch drauf gefeuert auf den Dieb. So, also da ein bisschen vorsichtig sein. Ich fülle schon mal die Bestände für Montag in 2 Wochen auf. Hab ich die falschen genommen? Na egal. Nia schreibt auch gerade, ich hab bei meinen Mining-Schiffen die Schildwarnstufe auf 98%. Also das ist halt dann die. Da kann man dann die Kampfdrohnen drin lassen und muss halt dann nur im entscheidenden Moment dann rauswerfen. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Das ist im Endeffekt auch die einfachste. Aber die Mining-Drohne draußen und werkelt mit der rum und macht ein bisschen Zusatzumsatz. Oder die Mining-Drohne, wenn es Erz ist. Und wenn halt dann Piu-Piu losgeht, weil irgendein NPC sich in der Welt verirrt hat, dann wechselt man halt hin und her. Natürlich ist es viel angenehmer auf Auto-Akku stehen zu haben und die Kampfdrohnen permanent draußen zu haben, aber das ist halt wie mal eben in Eve. Mal eben und mal der eben. Weg wird in der Regel immer von Eve brutal bestraft und in den meisten Fällen hat er Schiffsverlust. Deswegen spart euch diese mal eben an eurem Geldbeutel und macht anders. Hallo Papa Schlumpf. Bequem ist live, ja. So. Ich habe mal schon mal vorgelurrt, was wir jetzt so machen. Und ich habe gesehen, dass ganz gemütlich der Spielhorst online ist, ein deutschsprachiger Streamer. Und da machen wir jetzt gleich ein Raid hin. Ben, erzähl mal was von Mittwoch. Ja, Mittwoch wollte ich ein bisschen über diese Leadership-Geschichte hier, die im Tutorial drin ist, quatschen und ansonsten Missionen fliegen. Also das dauert nicht arg lange, vielleicht noch ein bisschen Lagerfeuergeschichten um das Tutorial rumgesponnen, aber so im Großen und Ganzen halt Sister of Eve Level 4 Missionen mit Schildflotte oder mit was auch immer ihr gerade fliegen könnt, auch in Langisi. Also Nachbarsystem jetzt hier von Nakogat, wo wir am Minern waren. Kommt vorbei, habt Spaß, 15 bis 17 Uhr. Genau. Mich seht ihr erst am Freitag wieder oder vielleicht im Hintergrund bei Ben, auf jeden Fall in-game. Und ich möchte mich bei euch bedanken fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, auch für die Fremdsprachler, die jetzt im Deutschen nicht so mächtig sind, dass ihr da dabei geblieben seid. Ich weiß, ich hänge auch oft im russischen CCP-Stream ab, weil ich die Kanalpunkte mitnehme. Ich finde das absolut gerecht und gut und macht das, das freut mich. Und danke auch an CCP Forgefire, an ein ISD Forgefire. Ich wollte dich jetzt nicht. CCP, mal sehen. Zack, hat er morgen die Bewerbung, die Bestätigung im Briefkasten. Alles liebe Leute hier, wir kennen uns und wir machen jetzt einfach mal den Raid, weil er da ist, an Spielhorst. Auch er. Wie mache ich das jetzt hier? Ah, Streamtitel, Kanal Raiden, so machen wir das. Auch er hat sich als Eve-Partner beworben. Ich drücke ihm fest die Daumen, dass das funktioniert. Und wir überraschen ihn mit, lasst mal gucken gemeinsam, mit 640 Zuschauern, 41, 43, 45, kommt, wir gehen mit 47, 647 zum ersten, 648 zum ersten, 49, 650 zum ersten, Mist, wieder eine 1 dazu, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir wissen, das ist hier im Kern Unterhaltung mit ein bisschen
Kompetenz von mir und noch mehr Kompetenz von Ben. Aber die Unterhaltung hat tatsächlich Priorität. Es bleibt bei 650 Leuten im Raid zu Spielhorst. Lasst ihm ein bisschen Liebe da. Vielleicht kann der ein oder andere auch folgen, weil ihm der Content gefällt. Haut rein. Habt eine entspannte, aber doch gute Woche. Und wir sehen uns. Und vergesst Ben am Montag nicht. Am Mittwoch. Am Mittwoch. Heute ist Montag. Ist raus. Endcard. Ja, diesmal funktioniert's. Endcard.